Haben Sie es gesehen in den Regalen? Das Speiseöl wird wieder knapp. Letztes Jahr noch wegen Krieg, heute wegen der Klimakleber. Die werden damit von den Straßen gelöst. Das zieht den Unmut der Bevölkerung auf sich. Jetzt müssen alle statt billigem Öl wieder auf teures Gleitmittel umsteigen. Aber es gibt auch Unterstützung. Das Unternehmen Ökoworld wollte die Strafen der letzten Generation übernehmen. Schön. Warum übernimmt nicht Tesla die Strafen der Autofahrer, die durchdrehen? Praktisch, wenn jeder tun kann, was er will, weil gutmütige Geldgeber Gesetzesbrüche finanzieren. Mein Mann weiß, wovon ich rede. Seit Wochen finanziere ich seine Kleberei. Ihm geht's nicht ums Klima. Er möchte Frauen kennenlernen, die ihm nicht davonlaufen können. Aber... haben Sie das mal in echt erlebt? So eine lebende Temposchwelle? Also, wenn die mal kleben, sind die nicht mehr so flink. Aber vorher, die sind schnell. Die springen einfach das Auto, plötzlich aus dem Nichts. Wie Wildwechsel. Und was lernt man zu Wildwechsel in der Fahrschule? Sie sind furchtbare Menschen, ja? Ich distanziere mich von Ihrem Applaus. Nein, 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 nein. Was lernt man in der Fahrschule? Niemals ohne Handschuhe anfassen. Viele haben Tollwut oder sogar Fuchsbandwurm. Und niemals ein verwundet in den Kofferraum packen, mit zu sich nach Hause nehmen und daraus einen Braten machen. Bei Tieren gilt das als Wilderei und beim Aktivisten, naja, der schmeckt halt einfach nicht. Und ist wahrscheinlich ungesund wegen dem vielen Klebstoff. Den müssten Sie erst häuten. Nicht mehr lange, sage ich Ihnen. Die Kleberei hat sich erledigt, wenn die endlich ihr Cannabis kriegen. Es ist sehr schwer, einen Joint zu drehen mit zwei Brocken Asphalt an den Händen. Gut. Noch besser wäre es, man erlaubt Kokain, dann kann keiner mehr still sitzen. Ich bin jedenfalls für die Legalisierung, von was auch immer. Etwas Verbotenes zu erlauben, ist immer noch der beste Weg, allen den Spaß daran zu verderben. Insofern war das sehr clever. Cannabis wird legalisiert und Karl Lauterbach ist öffentlich dafür. Das ist die beste Anti-Drogen-Kampagne. Da, na bitte, da, da... da sagen sich doch alle Kids, na so wie der will ich nicht enden. Das funktioniert wie auf der Zigarettenpackung, nur sitzt das Schockbild live bei Lanz. Drogen und Waffenlieferungen. Früher das Metier der Mafia, heute Parteiprogramm der Grünen. Da werden sie aber Ärger kriegen mit den Mafiosi. Wenn man denen die Arbeit wegnimmt, schläft man bei den Fischen. Da haben die Grünen aber Glück, dass der Berliner Aquadom geplatzt ist. Das hätten sich doch die Hippies in Woodstock damals trotz LSD nicht träumen lassen. Dass man sich mal entscheiden muss. Bist du für Drogen oder für Frieden? Weil gerade gibt's ja zwei unversöhnliche Lager. Die einen, die eingeraucht nach Waffen schreien und die anderen, die ungeimpft für Frieden tanzen. Wo ist der zugespritzte Pazifist von früher? Das war doch eine sympathische Figur. Gut, ich will jetzt nicht leugnen, Drogen und Krieg, das geht schon zusammen. Doch, es kommt auf die Droge an. Die Wehrmacht war auf Crystal Meth. Wären die auf Cannabis gewesen? Ganz Österreich verpasst den Anschluss. Das. Das ist das Gute an dieser Droge. Unter Cannabis werden keine Gewalttaten verübt. Meist werden gar keine Taten verübt. Das ist ja auch der gewünschte Effekt in diesen CBD-Shops, die jetzt überall aus der Erde pusteln. Mit Hanföl und Hanftropfen für Leute, die sagen, ich muss mein Genie bändigen, alle Start-up-Ideen kommen auf einmal. Ich habe auch eine Idee, wie wir wirklich Strom sparen können. Schalten wir die Ampeln ab. Grün ist, wenn da keiner klebt. Dankeschön.